Hi meine Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Papa liebt Fleisch, Hammer, Barbecue. Heute möchte ich mal wieder Pulled Pork machen auf meinem Traeger Ironwood XL. Dazu auch noch einen leckeren Krautsalat. Seid gespannt nach meinem Intro. Legen wir los. Bevor ich das Fleisch ranhole, da müssen wir uns noch um was anderes kümmern, und zwar um die Injektionslösung. Ich möchte heute mal das Fleisch injizieren. Dafür habe ich mir diese Spritze nicht bei mir aus dem Krankenhaus mitgenommen, sondern im Barbecue-Fachhandel meines Vertrauens gekauft. Und ich muss sagen, macht richtig Spaß, ja? Keine Angst vor dicken Nadeln. Jetzt kommt aber erstmal die Injektionslösung, nämlich was wir dafür alles brauchen. Wir brauchen da gar nicht viel für. Erstmal brauchen wir Apfelsaft und einen Magic Dust oder ein Barbecue Rub unseres Vertrauens. Ich habe mich für den Magic Dust von Big Mike entschieden. Ich wollte gerade sagen von Magic Mike, aber den kenne ich nicht, und soweit ist der Mike nicht, dass er sich Magic nennen könnte. So, das Zeug kommt erstmal schon mal rein in den Apfelsaft. Und jetzt wollen wir dann auch noch ein bisschen Süße reinbringen. Ja, viele meinen zwar, ich bin schon süß genug, aber es kann ja nicht noch süßer genug sein. Oder war das jetzt richtig? Ist egal. Brauner Zucker muss da rein. Ich habe hier zwei verschiedene. Das ist handelsüblicher brauner Zucker. Das ist Muscovaro brauner Zucker. Das ist ein spezieller Zucker, der nicht raffiniert ist, aber doch raffiniert schmeckt. Hat eine wunderbare Karamellnote. Und da packe ich jetzt mal 2-3 Tablespoons mit in die Lösung rein. Und dann, wer hätte es gedacht, müssen wir das Ganze so lange verrühren, bis nichts mehr übrig ist. Die Injektionslösung ist fertig. Und hier vor mir liegen 2,3 Kilo feinster Schweinenacken. Hier ist die Lösung drin. Jetzt schraube ich meine Injektionsnadel auf. Untersuchungshandschuhe habe ich an. Drei Finger und nein. Und dann einfach mal hinein ins Fleisch und immer einen Schuss abgeben. Ihr seht dann auch, dass es dort eine kleine Wölbung gibt, wo ihr injiziert. Ja, es kommt auch dann immer wieder ein bisschen was an Lösung raus. Auch das ist normal, weil schließlich ist das ja kein Schwamm, der irgendwelche Flüssigkeiten einfach aufsaugt. Warum mache ich den ganzen Quatsch? A, weil ich es mal gerne machen wollte. B, weil das Fleisch dadurch auch noch von innen natürlich saftiger wird. Es nimmt den Geschmack vom Rub auch noch wunderbar dann an. Und zum anderen brauchte ich eine Videoidee. Injiziert ist jetzt alles. Noch ein kleiner Tipp: wenn ihr die Nadel reinstecht, injiziert und wieder rauszieht. Ja, erschreckt euch nicht. Manchmal spritzt es ein bisschen wieder raus. Man sollte vielleicht ein bisschen schräg stehen, nicht dass man sich einsaut. So, nur damit die Mutti nicht schimpft. So, jetzt müssen wir natürlich das ganze Schweinchen hier auch noch ein bisschen rubben. Dazu nehme ich natürlich auch den Magic Dust von meinem Freund Mike und rubbe damit jetzt von beiden Seiten. Ach so, und wie viele Spritzen habe ich denn jetzt injiziert? Die Frage kam ja auch noch. Nicht wirklich, aber sie könnte kommen. Ich habe ungefähr 350 Milliliter jetzt hier injiziert. Das waren 7 Spritzen. Ja. Schüssel ist leer, also habe ich ordentlich was reingewämst. So, jetzt hier nochmal an der Seite. Ich nehme nochmal hier so ein bisschen das ganze Zeug so auf. So, fertig. So muss der Schweinenacken jetzt aussehen. Der kommt ab auf den Grill. So, meine Lieben, am Grill natürlich angekommen. Den habe ich auf 105 Grad eingestellt. Da
schieße ich gleich auch noch den Super Smoke an. Und da ist der Schweinenacken. Jetzt lege ich noch die Tropfschale hier so drunter, damit mir der ganze Grill nicht eingesaut wird. Schnapp mir meinen Temperaturfühler. Ab hinein. Zieltemperatur ist jetzt erstmal 70 Grad. Das sollte 6 Stunden dauern. Vielleicht auch länger. Ist ja Pulled Pork, das ich mache. Ne? So, ich bin gespannt. Ich hau jetzt noch den Super Smoke an. Jawohl, das möchte ich. Piep, piep. Jetzt hört er. Jetzt gibt er richtig Vollgas. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es zum Salat geht. Das Fleisch braucht jetzt einige Stunden, bis es fertig ist. In der Zwischenzeit kümmern wir uns aber um unseren Krautsalat. Der ist relativ einfach gemacht. So etwas liebe ich auch mal wieder. Wir brauchen einen Weißkohl und einen Rotkohl. Davon gleich für meine Portion heute jeweils nur ein Viertel. Dann brauchen wir hier Möhrchen. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele Möhrchen geholt habe. Eine sollte bei mir reichen. Wir brauchen Mayonnaise. Wir brauchen etwas Sauerrahm. Und dazu dann auch noch, wo habe ich's? Etwas Salz. Ein paar Gewürze. Ich nehme hier das Feinschmecker-Topping von Big Mike, nicht von Magic Mike. Und etwas Apfelessig. Das ist es auch schon. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit der Pamperei hier. Die Mayo habe ich hier jetzt schon in meine Schüssel gegeben. Jetzt kommt noch der Essig hinzu. Mehr brauche ich gar nicht. Dann saure Sahne oder Sauerrahm, je nachdem, wie ihr es kennt, mit hinein. Zack. Psst. Verrührungsgerät und erstmal vermischen. Wenn ihr das verrührt habt, erstmal zur Seite stellen, brauchen wir später. Kümmern wir uns jetzt einmal um den Salat an sich. Zack, wie gesagt, für meine Menge, ja, so ein bisschen mehr wie ein Viertel an Weißkraut und an Rotkraut. Und jetzt, wie könnte es anders sein, müssen wir den Salat in kleine Stücke schneiden. Rotkohl und Weißkohl ist jetzt hier einmal schon mal vermischt und klein geschrieben. Hier, klein geschrieben vor allen Dingen, klein geschnitten. Jetzt schnapp ich mir die Karotte und reibe die hier mit rein. Möhrchen klein gehäckselt mit da rein und jetzt nehme ich auch schon das Dressing hinzu und jetzt wird es einmal schön durchgemengt hier. So, Gewürze mache ich übrigens ganz zum Schluss erst rein. Ich möchte erst immer, dass sich alles einmal vermischt und dann würze ich ganz zum Schluss. Feinschmecker-Topping kommt jetzt von Big Mike. Salz lasse ich jetzt weg und jetzt wird es noch einmal wieder vermengt. So, und das Ganze wird jetzt noch einmal probiert und für gut befunden. Ab in den Kühlschrank. Ich räume hier auf und dann warten wir, bis Fleisch fertig ist. Meine Lieben da draußen, Mann, wie die Zeit vergeht, oder? 6 Stunden sind vergangen. Ich habe die 70 Grad nicht ganz erreicht. Wir sind jetzt bei 60 Grad Kerntemperatur. Ich fange aber jetzt trotzdem schon an mit
Schritt 2. Von meinem Pulled Pork vom Ironwood XL. So, was mache ich dafür? Erstmal diesen wunderbaren Schweinenacken hier jetzt runternehmen und in meine Konsistform reinlegen. Jetzt werdet ihr sagen, warum machst du das denn? Ganz einfach, den will ich jetzt einpacken. Wie? Zeige ich euch. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, dieses wunderbare Stück Fleisch einzupacken. Entweder wir packen das jetzt in zwei Lagen Butcher Paper ein. Und ich liebe es, wenn ich dich damit triggern kann, wenn ich Butcher Paper falsch ausspreche. So, oder wir nutzen diese Konsistform und benutzen Alufolie. Beides Dinge, die du machen kannst. Auf jeden Fall brauchst du bei beiden einen Schluck an Flüssigkeit, weil jetzt möchte ich dünsten. So, da gebe ich einen ordentlichen Schluck an Apfelsaft in diesem Falle mit rein und ich nehme Variante 2. Ich packe das Scheißerchen hier schön in Alufolie ein, und zwar so, dass es richtig dicht ist, und schiebe es gleich wieder auf den Grill. Den Grill verändere ich jetzt nur ein kleines bisschen, und zwar drehe ich die Temperatur hoch. Ich habe die ganze Zeit eine Temperatur von 105 Grad um den Super Smoke angehabt. Jetzt ziehe ich auf 135 hoch. Ich mache das hier extra so ein bisschen langsamer, damit ich auch reden kann. Und pack dann mein Pulled Pork wieder in den Grill hinein. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, ich bin ein Riesenidiot. Ihr wisst es, ich merke es jeden Tag aufs Neue. Ich habe das Thermometer vergessen reinzustecken. Mache ich jetzt nochmal. Der Schweinenacken ist eingepackt und steht auch schon wieder auf dem Grill bei 135 Grad. Und jetzt heißt es wieder warten, warten, warten. Zieltemperatur sind 95 bzw. 96 Grad. Traeger Grills können nur 5er Schritte Temperatur einhalten. Deswegen habe ich die 95 Grad eingestellt. Und jetzt heißt es zurücklehnen und warten. Meine Lieben, 9,5 Stunden. Ich würde ja fast sagen, das ist Rekord. Hört sich auf jeden Fall so an. Ich weiß aber noch nicht, wie es aussieht. Ja? Ich hoffe, dass es gut aussieht. Ich habe meine Handschuhe an. Ich entferne die Probe aus dem XL und stell die Schüssel hier hin. Und jetzt würde ich sagen, ihr kommt näher ran und schaut euch das Spektakel mal genauer an. Meine Lieben, bevor es ans Pullen geht, empfehle ich euch, besorgt euch solche weißen Stoffhandschuhe. Ja, die sind jetzt vielleicht nicht so toll bei der Aufnahme, aber da gibt es jetzt so einen kleinen Trick, damit man sich nicht die Finger verbrennt beim Pullen von dem Pork. So, und schon tut es nicht mehr weh. Verrückte Welt. Ich würde jetzt mal sagen, auspacken und staunen. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Ist es hier so wie Geburtstagsgeschenk auspacken? Und da ist es auch schon. Es sieht gut aus. Lässt sich schön drücken. Und da blubbert es schon. Und ich hole mir jetzt mal eine neue Konsistform. Und dann geht es richtig ran.
habt ihr gesehen, wie das gespritzt hat am Anfang? Es ist ja mega geil, ja? So, was machen wir jetzt? Feierabend, würde ich sagen, oder? Ihr wollt doch nicht sehen, wie ich jetzt noch hier den Burger baue, oder? Doch. Also, wenn ihr Bock habt übrigens, das Pulled Pork noch zu verfeinern, ja, könnt ihr natürlich gerne eine Barbecue-Soße eures Vertrauens hinzuziehen, da noch ein bisschen was reinschütten, schön verrühren, dann wird es nochmal so richtig schön super schlotzig. Ich lasse es jetzt. Ich empfehle euch natürlich von Big Mike seine Barbecue-Soße. Die ist super geil. Er hat zwei Stück davon und das ist die Classic. Die ist mega lecker. Er hat noch eine mit Bourbon. Aber weil hier ja auch noch Minderjährige bei uns im Hause wohnen, lasse ich die ganz gerne für den Fatih. So, jetzt kommt erstmal hier so ein bisschen, ihr seht gerade, ich bin völlig ungeschickt, was das angeht, etwas von dem Krautsalat auf das Burgerbrötchen. Es darf ruhig ein bisschen daneben kleckern, das ist mir völlig egal. Und jetzt, Jesus sprach zu seinen Jüngern, wer kein Besteck hat, isst mit dem Finger. Daran halte ich mich heute einfach mal. Jetzt kommt hier eine ordentliche Ladung an Fleisch drauf. Dann kommt der Deckel oben drauf. Und jetzt würde ich sagen, guten Appetit. Ich musste noch schnell ein Foto machen. Sonst glaubt mir das ja keiner, was ich hier gebaut habe. Und jetzt Mahlzeit. Der Salat fällt einfach mal runter. Ist mir aber jetzt auch gerade völlig egal. Ich bin ja der hier sauber machen muss. Leute, an den Erfinder vom Pulled Pork, thank you, Bro. Hast du gut gemacht, auf jeden Fall. Boah, ist das ein geiler Scheiß. Der Salat im Übrigen ist genauso geil. Ich schmier das mal hier so zusammen, wenn sich jetzt einer beschwert. Ja, Grills für ein paar tausend Euro hier, haben aber kein Geld für Besteck. Ja, ist halt so, ne? Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen oder ein Träumchen, unbedingt nachmachen. Gerade mit diesem Injizieren gibt es dem Fleisch einfach nochmal so diesen extra Kick. Finde ich mega, mega geil. Werde ich wahrscheinlich jetzt nur noch so machen, obwohl ich habe noch so zwei, drei andere Ideen, die auch noch dieses Jahr kommen, Pulled Pork. Ihr dürft gespannt sein. Ansonsten den Krautsalat müsst ihr probieren. Und jetzt noch ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, weil dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich kann euch weiter nützliche Tipps vielleicht fürs Grillen geben oder euch auch einfach nur nett unterhalten. Auch das mache ich sehr gerne. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue.